2003 war die Geburtsstunde von unserem Kinder- und Jugendchor. Damals war es eine kleine Gruppe von ja, vielleicht 20 Kindern. Ja, und inzwischen, wir staunen selbst, haben wir fast 100 Kinder und Jugendliche, die Samstag für Samstag motiviert zu uns kommen. Die Kinder und Jugendlichen zu begleiten mit der Musik, in der Leben konzentriert zu erfahren ist, das ist fantastisch. Klage, Trauer, Jubel, Begeisterung. Chormusik ist Leben, pralles Leben. Und es ist fantastisch, das mit den Kindern zu teilen und den Jugendlichen. Also ich tue gerne im Chor singen, weil man eigentlich da mega viele Kollegen trifft. Mir gefällt es einfach, wie er alles zusammen tönt und wie man merkt, wow, man hat etwas erreicht. Also wir singen wirklich alles von Gregorianik, von mittelalterlicher Musik bis zu modernen Sachen wie Queen, Bohemian Rhapsody. Wir waren schon in Berlin, haben im Berliner Dom gesungen, in Wien haben in Stephansdom gesungen und in Florenz. Und oh, das sind immer Highlights vom ganzen Jahr für mich. Ich werde immer wieder gefragt, wie bekommt ihr das hin, dass eure Kinder so schwere Musik singen von Bach oder Gregorianik? Und da kann ich antworten, in der Musik steckt Leben drin. Wenn Kunstwerke bis heute überlebt haben, heißt das, jede Generation hat Ja gesagt zu dem, hat etwas in der Musik gefunden, was ihr Leben betrifft, und das spüren die Kinder. Also was mich total berührt, wenn mir Eltern rückmelden, dass ihre Kinder einfach wahnsinnig gerne in den Chor kommen und nach dem Chor auch ganz aufgestellt wieder nach Hause gehen. Ich glaube, was uns die Arbeit einfach macht, ist, dass wir nicht vor allen Dingen technisch arbeiten. Du musst so und so mit dem Kehlkopf machen, sondern über das Erleben, über Bilder, über Vorstellungen, über Gesten, über körperliches Einbezogensein. Und dann fängt die Stimme von allein an zu klingen. Dann fängt die Seele an zu klingen. Ich war am Anfang, als ich noch klein war, Sopran. Und dann bin ich alt geworden. Und jetzt bin ich Tenor und es fängt mega. Chorleiter sind sehr, weiss immer, perfekt machen, aber sie sind trotzdem nicht mega streng, sondern immer locker und angenehm. Sie können sehr gut Zeit beibringen, finde ich auch. Ich fühle mich fast wie ein Sohn ihrer Chorfamilie und sie sind wie die Eltern. Sehr gesagt und auch, also sehr lustig mit ihnen zu arbeiten.